Servus und hallo, 1818 Orga TV. Hier ist wieder euer Unisender und wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Okay, ich sag's jedes Mal. Aber heute ist sie wirklich besonders, weil sie wird total chaotisch werden. Vielleicht habt ihr es gerade schon im Stream mitgekriegt, aber es wird eine geile Sendung. Und zwar haben wir ja heute natürlich, während der Uni war, den Red Bull Wohnheim Contest verfolgt. Hoffe ich doch zumindest. So, und da haben wir immens tolle Bilder gemacht und wir haben das Siegerteam eingeladen. Des Weiteren haben wir noch ein Making-of des Bundespräsidenten am Start. Da wollen wir euch ein bisschen zeigen, wie das so alles hintenrum abgelaufen ist mit der Presse und wer da alles da war. Ich nenne nur mal ein paar Namen. Es waren da die ARD, das ZDF, der Peter Müller, die Charlotte Britz, der Christoph Hartmann und eigentlich das gesamte Kabinett. Also es war ein Riesenaufgebot, das wir da gesehen haben. Und ja, die Sendung starten wollen wir aber heute mit dem Red Bull Wohnheim Contest. Und natürlich ist es immer wie beim Contest üblich, man hat eine gewisse Spiellänge, das sind immer 7 Spiele gewesen. Wir haben 4 Teams gehabt, dabei waren das Wohnheim D, das Waldhaus, das Haus der Athleten und der Asta, der ist eingesprungen für die Rotenbergstraße, die hatte irgendwas anderes zu tun. Ich weiß natürlich aus gar keiner Quelle, was da los war, aber wir wünschen gute Besserung. So, und zum Siegerinterview habe ich jetzt eingeladen den Sebastian Schilling und den Robert Woll. Sebastian Schilling war der Captain der Truppe und die bitte ich jetzt auch mal recht herzlich einzutreten. Waldhaus! Yeah! Hey! Waldhaus! Servus, servus. Hey, setzt euch hin, Freunde. Hier ist euer, euer Mikrofon. Ihr müsst euch leider eins teilen, weil wir diese Stabmikros. Ich muss dich korrigieren, ich heiße Robin. Und nicht auch Robin, habe ich Robert gesagt? Du hast Robert gesagt, ja. Schande auf mein Haupt. Aber ich war ja heute auch, der Tag bei mir war heute immens lang, sage ich euch. Also es war, na gut. Wollen wir nicht von mir reden, wir reden von euch. Und zwar seid ihr die grandiosen Sieger geworden. Erzählt doch mal von eurem Tag jetzt. Also wie war es bei euch? Ja, wirklich. Also es kam eins zum anderen. Wir haben gebibbert, geschwitzt, geweint. Und letztendlich haben wir es dann doch geschafft, ja. Ja, also ich meine, wir haben ja nachher noch einen kleinen Einspieler vorbereitet. Du warst ja der Captain, warum? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich selber nicht so genau. Ich glaube, das liegt daran, dass ich halt der Sporttutor am Waldhaus bin und irgendwie sind wir darauf gekommen, ob ich das nicht machen könnte und war natürlich eine coole Sache. Und ja, ich meine, wir haben es auf jeden Fall gerockt. Ja, habt ihr einen schönen Tag dann, Abend, dass er gesagt, in eurer Bar gehockt und habt da das philosophiert, wer da mitmacht, oder? Ja, was heißt dann am Abend in der Bar? Also wir haben Monate, wenn nicht sogar Jahre darauf trainiert. Und eigentlich unser ganzes Leben. Also ich ja mein, gut, dann... Wir sind jetzt am Zenit unseres Lebens angelangt und ich meine, wir haben halt alles erreicht, was man erreichen kann. Also ich meine, Red Bull Wohnheim-Duell... Da was weißt du, was du bist ganz gibt's gar nicht. Du bist ja ganz oben, ja. Und ich meine, dann weißt du einfach, du hast es geschafft. Ich habe jetzt auch schon ganz viele Anrufe von meiner Familie bekommen, die alle ganz stolz auf mich sind. Und ich hoffe für die, dass sie gerade Orga TV gucken, um euch dann auch zu sehen. Selbstverständlich, ja, klar. Willst du noch jemanden grüßen jetzt schnell? Ja, da die Kamera ist es, die da oben. Die da oben. Ja, ich grüße den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der uns sicherlich besucht und der auch uns schon gratuliert hat. Und ja, weiß nicht. Den Bastian grüße ich noch. Ja, ich will auf jeden Fall meine Omi grüßen. Oh ja. Ah, deine Omi. Das ist auch, da wird sich freuen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und unseren Hausmeister. Ja, sowieso unseren Hausmeister. Der hat uns monatelang trainiert. Also. Ja, nehme ich an, mit Mülltonnen schleppen oder was? Nee, mit Bierkästen schleppen. Bierkästen, das ist ja ganz cool. Ihr wart ja 5 Spieler pro Team. Wer waren noch die anderen 3, wenn wir die kurz... Können wir noch ein bisschen schön da hinstellen. Ja, genau, so dass das ein bisschen sieht. Die Erde, ja, also es war noch der André, unser Heimpräsident. Mhm. Dann war noch dabei der Niklas, der Arne und habe ich jemanden vergessen? Weiß ich nicht genau. Hast du denn 5 aufgezählt, dann hast du auch keine vergessen. Ja, okay. Na gut. Also wir haben ja gerade schon drüber geredet. Also ihr habt euch da natürlich akribisch drauf vorbereitet. Wollt ihr euch nicht mehr erzählen, was ihr da so gemacht habt, um euch da drauf vorzubereiten? Weil ihr habt ja, soweit ich weiß, die Spiele nicht gewusst vorher, die da kommen. Ja, also wie Boris Becker schon damals gesagt hat, also das Spiel gewinnt man zwischen den Ohren. Ja. Also, und zwar von Anfang an bewusst, ein starker Wille, ja, ein starker Geist ist notwendig, um bei dieser harten Konkurrenz auch wirklich durchhalten zu können bis zum Ende. Mhm. Und so haben wir halt auch psychologische Unterstützung während des Trainings, während des harten Trainings, das wir gehabt haben, auch die ganze Zeit gehabt und
Motivationstrainer und so, alles natürlich am Start gewesen. Und also am Start der Motivationstrainer war dann der Hausmeister oder wer war das dann? Ja, unter anderem, ja. Oder externe? Ja, weiß nicht, alle Menschen um uns herum haben natürlich gut gewusst, dass es halt wichtig ist, dass wir halt auch in einer guten geistigen Verfassung sind, nicht nur in einer Adonis-gleichen körperlichen Verfassung, sondern halt auch wirklich in einer guten geistigen Verfassung. Und, Sondern jetzt, ja. Jetzt sehe ich an deinem Daumen eine Blessur. Ist die von heute oder? Die ist nicht von heute. Die ist, habe ich hier. Soll ich mal in die Kamera halten? Ja, halt mal. Muss vielleicht draufzoomen. Ja, mein Daumen sieht nicht gefallen. Auf jeden Fall ist er blau. Mein Daumen ist völlig gefreckt. Nee, ich habe mir da eine Tür dagegen gehauen. Du hast mit der Tür dagegen gehauen. Ja. War das dann in der Übung des Tauziehens? Du hast mit der Tür Tauziehen gemacht und das dann. Ja, so ähnlich. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht, obwohl nicht. Was sagt ihr zu euren Konkurrenten? Also habt ihr Haus hoch gewonnen oder war das eher so ein Kopf an Kopf? Oder wie kann man sich das vorstellen, was da vorhin war? Tja, naja, also. Ich glaube, wir haben da so eine Theorie. Ja, ja eine Theorie. Ich bin gespannt. Also der Grund, warum wir gewonnen haben, war natürlich Schiebung. Ja. Schiebung? Ja, das war alles. Das ist ja unfassbar. Von Anfang an, ne? Weil wir haben die blauen T-Shirts. Ja. Blau ist ja Corporate Design von Red Bull. Ja. Und die wollten halt, dass die mit der schönsten Farbe dann halt auch nachher gewinnen. Ja. Und deswegen waren die Schiedsrichter gekauft, die anderen Mannschaften waren gekauft. Und das ist auch schön fotogen, dann nachher für die Kamera ist, genau, schön vorm Hammer dann stehen, ja, der Red Bull-Hammer. Wir haben echt alles dafür getan zu verlieren, ich meine. Wir haben es versucht. Es hat leider nicht geklappt und... Ja, jetzt müssen wir wohl die geile Party mitnehmen. Schade. Ja, geile Party, da können wir gleich mal kurz noch drüber reden. Ja, der wunderschöne Pokal natürlich auch. Aber die geile Party, die ist ja nachher am Wohnheim D, da werden wir euch dann antreffen, nehme ich an. Nee, wir haben ja eine Party gewonnen. Wir haben eine Party gewonnen, wir reden nicht von der Party. Also ihr redet nicht von der Aftershow-Party, ihr redet von der anderen? Wir reden von der Party, die wir ja heute gewonnen haben. Das war ja der Preis. Okay. Deswegen haben wir uns ja so den Arsch aufgerissen, deswegen haben wir uns ja unser ganzes Leben lang darauf vorbereitet, heute wirklich unsere Bestleistung abrufen zu können. Geil. Ja. So, ich frage mal kurz in die Regie, haben wir den Beitrag fertig, den Einspieler? Gut, dann schauen wir uns jetzt mal den Einspieler an und werden dazu ein bisschen kommentieren, was wir so heute gefilmt haben. Ja, da können wir dann gleich reingucken. Einspieler ab, bitte. Ja, also das ist das Tableau, das alles hat ja auf der A10 so stattgefunden. Hier steht, der steht ja schon so an 1. So viel schöner am Schluss. Ja, ich meine, wir haben leider kein Trinkgeld. Seht ihr den Asta? Der war schon ein harter Konkurrent, aber ich meine. Ja. Obwohl der Asta, muss man ja auch zugute halten, der Asta hat ja erst sehr spät von seinem Glück erfahren. Das stimmt. Die muss man dazu sagen. Nicht die Chance, sich so lange. Aha, da seid ihr. Da seid ihr. Das ist der Team Asta ist das, gell? Wer ist das da jetzt? Der ist auch von eurem Team, ne? Genau, stimmt, wir haben Chris vergessen, ey. Dann kriegt er jetzt einen Sonderauftritt. Chris! Chris ist on the house. Hätte es auf jeden Fall nicht geklappt. Der war wirklich überlebenswichtig. Absolut. Oh, da sehen wir euch beim ersten Spiel. Was war das? Holzkisten laufen? Ja. Holzkisten laufen. Genau. Da sieht man, dass wir auch noch leichte Fehler gemacht haben. Ja. Das mal, also bei dem, der da, also der das da ist sieht eigentlich unser Sport, weil ich meine. Guck mal, der sieht irgendwie aus, wie als tanzt er auf einer Ballerinaschachtel. Also irgendwie, also guck mal da. Aber er tanzt hübsch. Oh ja. Ja, er tanzt hübsch. Wer war das von euch? Den wir da gerade gesehen haben? Gute Frage. Oh, und die Box sieht. Wow. Aber eine hübsche Boxershot hat er. Wow. So, das war Spiel 2. Ja. Das hab ja zufälligerweise ich moderiert. So. So, wie habt ihr da abgeschnitten? Ich habe jetzt gar nicht mehr aufgepasst, wer da gewonnen hat. Ja, wir waren da auf dem zweiten Platz. Alle auf dem zweiten. Ich war gar nicht da, aber ich habe gehört, wir haben das auf jeden Fall, wir hatten eine super gute Strategie, wir haben einfach das gemacht, was die meisten getan haben. Wir hatten echt, ehrlich gesagt, ist keiner von uns auf dem Saal, wir hatten auch so relativ wenig Plan, aber wir haben uns an die Asta-Leute gehalten und denen ist da ziemlich viel geholfen. Hier sieht man auch so, fast alle von uns stehen falsch. Ja. Ach stimmt, ich glaube, ich habe euch sogar mal gedisst währenddessen, oder? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, da war irgendwas. Da war irgendwas. Das hat uns nur stärker gemacht, weißt du? Da war irgendwas. Ja, und jetzt sehen wir das. Eigentlich haben wir alles gewusst, das war nur Spaß. Ach so. Ja. Habt ihr richtig gewusst? Wir wollten ja auch den anderen eine Chance lassen. Ich meine, wir haben ja von Anfang an gewusst, wir gewinnen. Ja? Und da haben wir gedacht, ja, damit die anderen nicht den Spaß verlieren. Mhm. Ja, das ist spannend. Ja.
wollten ja auch nicht unterfordert sein. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ihr da auf Können steht, anstatt auf... Ich muss mal gerade meinem Kameramann was sagen. Da fehlt die ganze Zeit jemand im Bild. Bring doch mal ihn ins Bild. Da. Herr Gill. Bring mal ihn ins Bild. Er ist die ganze Zeit gar nicht im Bild. So, jetzt, da, guck mal. Yeah. Sonst sieht die Mama ja gar nicht, wer da sitzt. Ne? Oma. Ach, die Oma. Die Oma war's. Und das war das Regalspiel, gell? Da waren wir auch absolut überlegen. Also, das mit dem Aufbauen hat das geklappt. Wer hat von euch, wie viele Ikea-Möbel habt ihr? Eure Wohnungen sind auch eingerichtet. Sind eingerichtet, ja. Vorher habe ich in einer Wohnung gewohnt, die war komplett Ikea eingerichtet. Ja, das habe ich mir... Was ist das denn? Wann müssen wir uns denn das anpassen? Der hat den Arsch jetzt auch nicht weiter hochstrecken können. Deren Stärke, das muss man halt wirklich auch dazu sagen. Da, wer war nochmal rot? Rufer Wohnheim D. Da wo man nachher halt noch Party machen Fraktion, ne? Ja, da scheint die waren die schon besoffen, wo sie angefangen haben. Nein, das wollen wir natürlich nicht sagen. Das wollen wir natürlich nicht sagen. Haben natürlich auch alles gegeben, aber ich guck mal auf meinen schlauen Zettel. Letzter. Sowas Dummes. Die haben nachher ganz knapp gegen den Aster verloren. Hier sieht man auch, der Aster, der ist auch nicht so gut organisiert. Also da sieht man, das Teamwork ist nicht Beim Aster liegt das daran, der Aster lässt machen. Der Aster lässt machen. Und ich glaube, sie waren ein bisschen enttäuscht, dass keiner für sie gemacht hat und sie selbst tun mussten. Also. Sehr gut analysiert. Also. Ja, habe ich mir schon vorher so überlegt. Genau. Wer war gelb, wo wir jetzt gerade bei gelb waren? Das waren Sportler aus der Sporthochschule. Aus den Athleten. Die waren ja beim Sightseeing stark. Genau, die haben wir gewinnen lassen. Wenn es um Holz geht, sind natürlich die Waldhaus. Ziemlich erfahren. Es wäre auch eigentlich tragisch. Der hat immer die Siegerfreude. Ach, der hat geklappt. Jetzt sehen wir schon einen Blick aufs Tableau noch hinten drauf. Oh, ist schon wieder vorbei. Mein Lieblingsspiel, ich hab's nicht gesehen. Ich hab die Szene da bei dem Regal vergessen, ja, weil wir sind ja die Cleversten und wir haben das Bier mitgenommen, das wir da auf das Regal stellen mussten. Ja, ach nein! Unser Team-Captain hat das Bier mitgenommen. Das ist ja wieder ein Teil der was ist denn, wer ist denn da? Vier da. Von hinten. Schau mal, wie wir da abgehen heute. Hier, das schwächelt der Aster. Dann kommt gleich die. Athletischen, so muskulösen Waldhäusern. Oh, jetzt sieht man. Ja, wir hatten auch eine sehr, sehr gute Strategie. Also die aus Master, die wollten konstant ziehen. Wäre. Und wir hatten halt immer bis drei gezählt und dann ruckartig. Ja. Und ich glaube, das hat uns dann auch den Sieg gebracht. Ja, die Hau-Ruck-Taktik ist mir auch bekannt. Ja, muss einer 1, 2, 3 schreien und dann psch. Genau. Ja. Genau so sieht's aus. Dann den Aster besiegen können. Weil die haben versucht, konstant zu ziehen. Und ja. Strategie. Ja, der Andi Segel hat mir vorhin schon erzählt, da war die Strategie einfach falsch, da war nichts mehr zu definitiv, machen. Definitiv, ja. So, ihr habt gewonnen, ihr habt eine Party gewonnen, ich wäre gerne eingeladen, wann ist die? Selbstverständlich, also ich meine, du bist aber auch nur dann eingeladen, wenn du auch mit deinem ganzen Team kommst. Und ja, natürlich, halt ich bring immer mein Team mit, ohne mein Team wäre ich ja auch nichts, da wird man ja nichts sehen. Weil ich meine, wir sind so videogen, also alle Waldhausbewohner. Müssen wir da auch mit der Kamera kommen wieder? Absolut, müsst ihr da auch mit Kamera kommen, ein paar Interviews machen und halt auch irgendwie mal die Stimmung einfangen. Ja. Und ich meine, der Hammer kommt ja auch, also dieses tolle Gefährte. Ich hab's gesehen, wo der Kai drauf gestanden hat und Disco gemacht hat, gell? Ja, und die Red Bull Bunnies kommen auch. Ja? Haben wir extra nachgefragt. Ja. Und geht da was? Guter Dinge. Der Gentleman schweigt und schaut in die Zukunft. So, das war jetzt natürlich wunderschön. Ich gratuliere euch nochmal zu eurem Sieg und ihr seid auch hiermit schon entlassen und dürft euch weiter dem Alkohol frönen. Wir haben noch eine Rap. Ihr habt noch einen Rap geschrieben. Dann müssen wir natürlich Zeit machen. Wir haben ja noch einen Rap geschrieben. Ja. Bitte schön, wir sehen heute. Welche Kamera sollen wir denn rappen? Wir sehen in die obere. Wir sehen heute erstmalig den Waldhaus-Rap. Wir hören, wir sind begeistert. Ja, ohne Beat, komplett a cappella. Ja. Er hat eben gesagt, nicht so schnell. Ich rap mal so, dass es auch wirklich dann alle verstehen. Ja. Hey yo, das ist sensationell. Wir sind die Gewinner vom Wohnheim-Duell. Da sahen alle anderen alt aus. We are the champions from Waldhaus. Das war der Hammer. Das war wirklich der Hammer. Dafür gibt es nochmal einen geilen Checker. Dankeschön. Das war wirklich, ich bin der festen Überzeugung, der Bundespräsident, der letzte Woche da war, der war nicht so cool wie ihr. Also bin ich der festen Überzeugung. Ja, das sowieso. Ja. Aber ich meine, ihr müsst auf jeden Fall alle auf unsere Party kommen, weil das wird der Wahnsinn. Absolut, kommt auf unsere Party. Ja. Genau, das sind lauter so Deppen wie wir und alle total besoffen. Es wird super lustig und wir sehen euch bei der Party, Alter. Dann haben wir genug Werbung gemacht. Entschuldigung, dass wir euch da... Das macht nichts, das müssen wir nicht, das können wir nachher intern klären, ich warte dann eine Bierspende.
So, gerne. Ich würde jetzt gerne mal schnell weiterleiten. Und zwar haben wir ja schon letzte Woche gesehen, den Bundespräsidenten. Und der Bundespräsident, der war natürlich da und es war ganz viel auch drumherum gemacht. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, wie das eigentlich alles so hinter der Kamera ausgesehen hat mit den ganzen Presseleuten und mit den ganzen Pressefuzzis. Wir haben da die ARD und den ZDF und ETC, was da alles da war. Und wie das Ganze abgelaufen ist und warum ich die ganze Zeit keinen Kaffee trinken konnte, sehen wir jetzt, bitteschön. Wir haben uns jetzt akkreditiert und ich bin jetzt sehr gespannt. Wir sind jetzt nämlich auf dem Weg nach Ensheim, wo gleich der Bundespräsident landen soll. Leider habe ich gerade erfahren, dass seine Frau mit dem schönen Tattoo nicht dabei ist. Das hat mich sehr enttäuscht. Aber ich hoffe, da werden wir noch weitere lustige Sachen finden. Vielleicht bringt er ja jemand anders mit. Wir haben es ja von Berlusconi mit Bunga Bunga. Da passiert ja auch öfters mal was Neues. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns dann gleich in Ensheim wieder. Ich hätte ja jetzt vorgeschlagen, wir fahren einfach mit dem Flieger da vorne, egal wo er hinfliegt, mit und fahren in Urlaub. Wir laufen einfach immer der ARD hinterher, die ARD weiß, wie es geht. Und jetzt hat sich die Treppe gesenkt, jetzt sind wir alle noch mehr aufgeregt. Noch aufgeregter, jetzt laufen irgendwelche Leute raus, die wir nicht erkennen können, die ziemlich unwichtig sind. Aber gleich kommt er. Sind schon alle gespannt, alle rennen schon los. Was ist denn jetzt noch? Hier ist eine riesen Delegation, ich bin total begeistert. Gott, zum Glück dürfen wir das miterleben. So, ist ja jetzt angekommen. Ich bin total begeistert. Ein Riesenauftritt. Ich habe noch nie so was Tolles gesehen, dass ein Mensch aus einem Flugzeug gestiegen ist. Und es war so aufregend wie jetzt. Wir sind gespannt, was jetzt noch passiert. Schauen wir mal. Bis gleich. Das sind heute unsere ganzen Kollegen. Die sind genauso gespannt wie wir, aber das sind ja schon alte Hasen im Gegensatz zu uns. Aber Kaffee gibt's im Busnetz, ganz schlimm. Hat man auch vorhin schon voll gemerkt. Die haben ganz genau gewusst, wo sie sich hinstellen müssen und wo nicht. Aber naja, wir sind ja lernfähig. So, liebe Freunde, jetzt sind wir in der Staatskanzlei angekommen. Ja, der Saal ist voll. Draußen, die Gärtchen sind auch schön gemacht. Es ist alles geputzt. Wir sind begeistert. Was jetzt noch kommen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir hören uns etwas über ehrenamtliches Engagement an. Und begutachten jetzt mal die ganzen Leute, die hier sind. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich kenne keine Sau. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt mittlerweile da im Fraunhofer-Institut. So, wir sind mittlerweile im DFKI angekommen. Das DFKI ist ja das Deutsche Zentrum für Künstliche Intelligenz. Und während der Bundespräsident noch wunderschön in der Staatskanzlei diniert, sind wir schon da und wurden jetzt durchgelassen in den Pressebereich, den wir jetzt auch da sehen. Toll, da sitzen sie alle schon, guck mal. Oh. Alle schon am Arbeiten, da wird schon geschnitten, Freunde. So weit sind wir noch gar nicht. Da wollen wir auch nicht weiter stören, weil dann tun wir jetzt erstmal Kaffee trinken und sehen gleich die Bundespräsidenten. So, jetzt haben wir uns gestärkt, wir haben Kaffee getrunken, wir haben was gegessen vom tollen Buffet, danke ans DFKI. Und wir erwarten jetzt den Bundespräsidenten und wenn ich richtig sehe, sind da schon die ersten Leute angekommen, wichtige Leute scheinen es zu sein. Wir können mal kurz hinter mich gucken, wir sind nämlich nicht allein, wir sehen ZDF. Boah. SR ist auch da, hat jetzt leider kein Schildchen, aber er ist da. Toll. Ich bin total begeistert, dass wir hier sein dürfen. Und wir erwarten jetzt nur noch ganz dringend den Bundespräsident und... Sehe ich ihn? Ist er schon da? Film mal runter. Genau, Mann's nochmal. So, die meisten wichtigen Leute sind schon eingetroffen. Wir können mal kurz rüber gucken. Wir sehen Herrn Professor Linneweber schon. Herrn Dr. Hartmann, unseren Minister. Frau Britz, die Oberbürgermeisterin. Und den Herrn Wahlner. Der wird nachher noch eine Rede halten, habe ich mir sagen lassen. Also alle wichtigen Leute sind schon da, aber die wichtigste Person fehlt immer noch. Ja, wir warten gespannt. Immer noch. Sensationelles Bild, sensationelles Bild. Wir laufen Auge in Auge mit dem Bundespräsident. Ich bin total hin und weg. So, also das war's jetzt vom Bundespräsident. Der reist jetzt noch weiter nach Homburg, aber da wollen wir nicht mehr mitreisen, weil die Naturwahn AG von Theis, die kennen wir ja schon vom FCK. So, gut, das
das war's also von unserem kleinen Bericht vom Bundespräsident. Und ja, wir sind gespannt, wann das nächste Mal kommt. Vorhin haben wir gehört, im November. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ciao. Ja, so, haben wir ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Ist ja doch schon ganz schön viel Trubel da hinten dran. So, wir wollen noch ein bisschen beim Wohnheim-Contest bleiben. Jetzt habe ich mir noch einen Gast eingeladen, und zwar den Yannick Sürich. Der Yannick, ich gucke nochmal kurz, weil der Name so ellenlang ist, der ist Red Bull Student Brand Manager Uni Saarbrücken. Genau, das Yannick, ist korrekt. Servus. Hi, grüß dich. Hey. Wie fanden Sie den Tag heute? Ja, war sehr gelungen. Hat alles geklappt? Es hat alles wunderbar geklappt. Das Wetter hat mitgespielt, worüber ich natürlich sehr dankbar bin. Das Helferteam war perfekt. Ein großes Dank auch nochmal an die Teilnehmer. Ohne die wäre es ja nicht möglich gewesen. Ich denke, die hatten viel Spaß. Wir hatten alle drumherum viel Spaß. Und ich glaube, es war für alle, die da mitgemacht haben und zugeguckt haben, ein schöner Nachmittag. Machen wir was anderes super am Campus. Also ich muss auch dazu sagen, ich musste ja nur eins machen. Der Lukas hat ja da viel mehr gemacht. Aber das war hat auch mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Das hat man gemerkt. Denkst du, Waldhaus hat verdient gewonnen? Oder Waldhaus hat vorhin schon was von Schiebung erzählt? Weil ja, ich habe das mitbekommen, aufgrund der Farbe. Ja. Aber ich denke, es ist immer ich möchte hier Uli Hoeneß zitieren, der sagt, wer am Ende des Jahres auf der Tabelle auf Platz 1 steht, der hat verdient gewonnen. Und so ist es auch beim Wohnheim-Duell gewesen. So sieht's aus. Ich habe auch nicht anders gedacht. Ich glaube, das war auch eher Not aus Verzweiflung, was sie da erzählt haben. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum sie dann diese Lob und Anerkennung von sich wegweisen. Weißt du, was mich persönlich jetzt noch interessieren wird? Dein Titel ist ja ein unfassbar langer Titel. Ja. Wie bist du denn da dran gekommen? Also, naja gut, weil es gerade so ein langer Titel ist, gibt es dafür auch eine Abkürzung. Also es heißt SBM eigentlich. Ah, SBM. Uns nur. Schon mal ein bisschen zu viel ins Wording gemacht. Na gut. An den Job bin ich gekommen. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hatte das vor mir gemacht, diesen Job. Und der ist dann nach Berlin gezogen und die Position wird frei. Und ja, daraufhin habe ich mich beworben an der Zentrale bei Red Bull und bin dann zwei Forschungsgespräche durchlaufen, einmal in Frankfurt, einmal in München. Und ja, am Ende des Abends, als ich aus München zurückgekommen bin, kam noch der Anruf, dass ich den Job habe, genau. Mhm. Und ja, und seitdem, jetzt bin ich seit Januar hier Red Bull Student Brand Manager, genau. Ja, ich meine, du bist ja nicht auf den Mund gefallen, wir kennen uns ja schon ein bisschen, ne? Wir kennen uns schon sehr gut. Da nehme ich an, dass du auch der perfekte Mann für den Job bist. sensationell findest du ja, dass da auch Red Bull richtig was aufgezogen hat heute auf der EC-Wiese. Also wer nicht da war, der hat es echt verpasst. Ich hoffe, kommt das demnächst mal wieder, oder ist das immer so zyklisch, wann das an welcher Uni ist? Naja, letztes Jahr hatten wir das Pilotprojekt, das lief in Kaiserslautern zum ersten Mal an, letztes Jahr. Auch noch einen kleineren Rahmen, da waren nur zwei Teams und das hat so einen wunderbaren, positiven Anklang gefunden dort, das Event, dass wir das dieses Jahr deutschlandweit durchziehen und insbesondere halt im Südwestraum, wo ich auch jetzt hier in Saarbrücken tätig bin. SBM. Genau. Und den Job, den ich hier in Saarbrücken mache, den gibt es ja überall in jeder größeren Studentenstadt. Und wir machen das Event, nächste Woche wird es in Stuttgart sein, letzte Woche war es in Kaiserslautern. Es wird noch stattfinden in Tübingen, in Mannheim, in Freiburg. Und ich hoffe jetzt, keiner meiner Kollegen ist mir böse, wenn ich ihn jetzt vergessen habe. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, da können wir dir nochmal verzeihen, weil es heute auch ein langer Tag. Du bist ja schon seit 8 Uhr oder was schon an der Uni und am Planen und am Tun. Aber warst du auf der Night of the Profs? Ja, da war ich. Um mal einen schnellen Cut zu machen. Ja, können wir gerne tun. Können wir den Night of the Profs Beitrag mal sehen? Prima. So, dann gucken wir uns den jetzt mal schnell an und philosophieren darüber. So, ja, im Physik Tower war's. Ja. Im Physik Tower war es. Es war ja zu Anfang, habe ich echt noch gedacht, boah, da ist ja gar nichts los. Ja. Aber. Es hat sich dann doch gefüllt am Ende. Ja, ja. Ja, vor allem. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es ja schon von den Professoren der Hammer, dass die sich da hinstellen und dann eventuell sich auch teilweise lächerlich machen. Ich find, aber auf eine Weise, die wirklich lustig ist. Ich finde es ein wunderbares Event, gerade weil. Durch so ein Event kann dann vielleicht auch so eine Brücke geschlagen werden zwischen Professoren und Studenten, dass man eben auch so eine Verbindung dann auf einmal zwischen Professoren und Studenten hat. Gerade bei zum Beispiel bei BWL, wo dann 600 Leute den Professor nur aus der Ferne sehen und dann mal wirklich ein hautnah erleben können und auch mal eine andere Seite vom Professor sehen können. Ich glaube, jetzt kommt auch gleich unser, oder war ja schon jetzt, der Professor Dietrich. Der neue. Ja, genau. In der ersten regulären Sendung hatten wir den. Ja, ich glaube, jetzt ist der noch der von Psychologie. Ja, ich glaube, wir sehen auch gleich mal einen kleinen Schritt. Also was man dazu noch sagen muss, ich bin ja nicht nur hauptsächlich bei Red Bull, sondern ich bin auch noch Student, daher kenne ich auch die ganzen Professoren, die aufgelegt haben. Ach, das ist ja klar.
Wegen Student. Ach so, nee, nee. Aber viele glauben, dass sich auf Studenten bezieht, aber es ist daran, weil ich noch Student. Ach so. Und sich aber, auch auf Studenten bezieht. Ach so. Genau. Ja, das muss man natürlich richtig stellen. Der Janik studiert natürlich, und zwar mit mir. Ja. Aber Bachelor. Ja, aber immerhin habe ich dieses Jahr meinen Abschluss gemacht. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und jetzt, oh, der geht ab wie Zepsche, der Hedwig. Voilà. Herr Gott, Nomo, das ist so ein Partyvölkchen hier. Wie fandest du am besten von den Professoren? Ich muss ja zugeben, also der Professor Dietrich hat mir schon ziemlich gut gefallen, ja. Aber der danach gekommen ist, das war ein Medizinprofessor. Ja. Und der war wirklich der Burner. Ja. Also, was der abgeliefert hat, Professor Michael Menger. Ja, vor allem ist er noch aus Hamburg kommen. Der Hammer, ja. Also, wir sehen den gleich noch, der ist gleich noch drin. Das ist, also, wie der abgefahren ist, der hat sich ja wirklich dann, wir sehen es gleich noch bildlich, einen schwarzen Hut aufgesetzt und hat da einen Walk hingelegt, ja, auf dem Dancefloor, während seine Turntables alleine waren. Also, der. Guck mal, ich kann freihändig auflegen. Da hat wahrscheinlich seinen iPod reingesteckt und dann. Naja. Aber es war echt recht viel los. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, ich habe also auch. Das war auch, also, glaube ich, so bei vielen die Befürchtung, dass es vielleicht nicht so ziehen könnte. Mhm. Aber letztlich war es dann doch ein Erfolg. Ja. Ja. Was jetzt auch? Kommt, das musst du kurz sehen. Jetzt kommt ein kläglicher Versuch. Achtung. Plupp. Oder? Weg. Das hat der wahrscheinlich den ganzen Abend damit verbracht, an dem Ding zu basteln, und dann ist jemand draufgetreten. Was ein Pech. Das ist wirklich Pech. Das ist wirklich immens viel Pech. Nee, ich finde es auch gut, dass die Veranstaltung gut besucht wird, weil ich finde es wirklich, ja, ein super Event. Das finde, ja, ich eine gute Idee, dass da Professoren für ihre Studenten. Ich finde auch, vor allem ist es auch dann wirklich nahbar. Du siehst den dann, du weißt, wie der dann auch tickt. Vielleicht gehst du dann auch mit einer anderen Einstellung in die Vorlesung, wenn du merkst, wie der auch mal ein bisschen privater ist. Das ist er. Ja, das, genau, da kommt er ja. Also der ist wirklich das Model, vor allem. Ja, vor allen Dingen hat auch wirklich man. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber der Herr Medizinprofessor hat vor seinem Auftritt vor dem Haus gestanden, einen nach der anderen gequarzt. Ich würde das vorstellen. Unfassbar. Aber dafür hat er auch Asigal aufgelegt. Das muss man ihm wiederum gut lassen. Und ich glaube, wir sehen jetzt auch gleich den Borg. Das müsste der übernächste Text sein, glaube ich. Also du siehst auch schon, als er dann angefangen hat, da waren die Floors noch umso voller als vorher. Also es war. Ich finde es auch gerade. Ich finde es auch genial. Das ist ja wirklich Weltklasse. Ich finde es auch genial, dass halt auch die Professoren auch ihr Berufsbild auch mal ein bisschen anders darstellen können. Ja. Oftmal ist es ja wirklich mit Vorurteilen behaftet, Medizinprofessor, denn der hat die, der tickt so und so, oder ein BWL-Professor, der ist ganz langweilig. Und ich finde, das ist ein wunderbares Event auch mal, dass die Professoren auch zeigen können, dass nicht jeder BWL-Professor oder nicht jeder Medizinprofessor. Genau, die meisten denken wahrscheinlich, die Professoren nach der Vorlesung gehen sie erstmal wieder in die Bibliothek und tun neue wissenschaftliche Projekte rausfinden. An der Kamera geküsst, ziemlich cool. Ach super, genial. Ja, das waren wirklich wunderschöne Bilder, muss man echt dazu sagen. So, Yannick. Ja. Wir wollen jetzt noch mal ganz, nur noch eine kleine Nuance noch mal zurückkommen. Sehr gerne. Willst du uns noch kurz was über den Preis erzählen? Ja, also. Die Party. Also, die. Haben wir das gehört. Genau, das Gewinnerwohnheim hat natürlich neben einem Symbolcharakter, also da haben sie einen Pokal und eine Flagge bekommen, die sie hissen können auf ihrem Wohnheim, ne, als Zeichen, dass sie dann doch das Klügste und das sportlichste Wohnheim sind. Das stimmt, Ruhm und Ehre, Klügstes und Sportlichstes. Ja, genau. Das sind eure Motto. Genau, exakt. Und darüber hinaus, wenn das Waldhaus veranstaltet, ja auch demnächst, gehe ich mal von aus, eine Party. Ja. Und wir hatten dem Waldhaus versprochen, falls sie gewinnen sollten, werden wir ihre Party sehr stark unterstützen und auch sponsern. Ja. Mit Freiware, mit Kühlschränken, ne, vielleicht mit einem Eventcar. Je nachdem, da finden wir dann irgendwas in der Lösung und dann hoffen wir, dass wir denen auch dann einen schönen Abend dann noch zusätzlich geben können. Ach ja, was ist was an dem Gerücht dran, dass da der Hammer wiederkommt? Der hat mir es ja heute persönlich sehr angetan. Also ja, der Hammer ist ein sehr, 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 sehr beliebtes Auto und der ist natürlich deutschlandweit im Einsatz. Also wir haben zwei insgesamt und ja, der ist sehr beliebt, jeder mag ihn. Klar, dass auch das Waldhaus den Hammer gerne hätte, müssen wir mal schauen, ob wir den kriegen. Ja. Super! Ja, Freunde, das war's für heute schon wieder. Der Hammer wird hoffentlich bald am Waldhaus stehen. Jetzt steht er erstmal am Wohnheim D, wo wir jetzt Aftershow-Party machen vom heutigen Red Bull Wohnheim-Contest. Yannick, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für das Interview. Vielen Dank. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder um 18.18 Uhr zu Orga TV. Und jetzt gibt's noch die Tipps zum Wochenende. Ciao. Tschüssi. Läuft in Saarbrücken Folgendes.
Im 7 gibt es ab 23 Uhr wieder Cuba Libre. Best of heißt es ab 22 Uhr in der Garage. Im Havanna ist wieder Salsa Fever angesagt. Und im Nachtwerk ist die 103.7 unser Ding Best of 90s Party. Los geht's ab 22 Uhr. Am Samstag, den 28.05., ist in der Garage die 3-2-1 Party angesagt. Einlass ist ab 22 Uhr. Und im Nachtwerk findet die Mallorca Party statt. Special Guest ist Big Brother Jürgen. Los geht's ab 22 Uhr. Orga TV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.